Gut, das heißt, ich habe verloren. Ich habe ja schon Erfahrung mit Stand-up, mit Kabarett. Jonas, das ist nicht eine Möglichkeit, um deine Sources zu pluggen. Ja. Das ist alles ungelistet. Ich will nicht, dass Leute das sehen. Das Ding ist halt, wir nehmen die humorlosesten Motherfucker für dieses Ding. Und ich muss es auf Deutsch machen. Witze auf Deutsch sind wirklich so, ja, letztens war ich im Supermarkt, ne? Und dann in der Schlange stand dort so eine alte Frau und die war so, ja, gibt's das auch in Grün? Nein, deutsche Comedians. Es ist nicht lustig! Deutsche Comedians sind ja so, ja, letztens bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen. Sitzt da meine Frau, ne? Sitzt da meine Frau? Wollte ich mir gleich eine Kugel geben, ne? Sitzt da einfach meine Frau auf einem Hocker, ne? Schaut Fernsehen, schaut Joko und Klaas. Sag ich ihr, warum schaust du nicht mein Comedy-Programm? Sag's mir, Junge. Sag sie, weil du nicht lustig bist. Weil du nicht lustig bist. Ja. Und da sagen sie noch, Scheidung ist nur was für Schwache, gell? Ach so. Hab ich sie erschossen? Und dann mich selbst. Nee, hasse nicht. Du stehst ja noch hier. Hasse nicht, oder? Die Polizei sucht mich. Ja, die Bullen. Ach, die Bullen, die Guten. Die finden mich nicht. Shoutouts an die Deutschen. Ja. Aber österreichisches Kabarett ist auch so. Meine Eltern, immer wenn sie Kabarett schauen, ist es einfach, der Typ ist so, Leute, wisst ihr was? Fenster sind nicht durchsichtig. Und meine Eltern sind so, ja. Man sagt ja nicht umsonst, der gläserne Mensch, gell? Ja. Eigentlich, wisst ihr was so ein richtiger... Was ist eigentlich mit diesen Handys, Leute? Wisst ihr, was ein richtiger österreichischer Kabarett-Witz wäre eigentlich? Das Corona ist gefährlich. Ich hätte gesagt, der Koran ist gefährlich. Das war doch nicht so. Findest du nicht? Schon ein bisschen ein Kabarettwitz. Dani hat sich einfach schon so ausgelacht bei dem Witz, dass er jetzt einfach nicht mehr drüber lachen kann. Ja. Bro, kennt ihr diesen Norbert Hofer? Ich finde, da gibt es wirklich nichts zu lachen. Kennt ihr diesen Norbert Hofer? Der ist einfach der beste Stand-Up-Comedian. Wäre es nicht eigentlich urwitzig, wenn eigentlich so Strache und Norbert Hofer ist eigentlich nur so ein Gig für sie. Die werden einfach von der FPÖ angestellt und sind eigentlich Schauspieler und machen einfach so eine Stand-Up-Routine. Okay, ganz kurz. Das wird jetzt zensiert, bitte. Oh! Wow, schauen wir mal, ob wir das rausschneiden. Das wird zensiert. Das werden wir noch sehen. Jonas macht Witze. Da gibt es nachher noch eine Redaktionssitzung. Gut. Leute, Jonas hat gesagt, dass... Piep. Nein, Spaß. Okay. Jonas, einfach so, cut the cameras. So, Mund wird auch gepixelt.